Hallo Kollegen, Museumseisenbahner und ein Gruß an alle Eisenbahnfreunde, die sich für die Technik der Eisenbahn faszinieren. Oftmals bekomme ich auch in der Woche Anfragen zu einem Thema, das ich doch bitte, wenn möglich, in einem Video mal behandeln könnte, sollte, möchte. Tut mir leid, wenn ich nicht auf jede Anfrage reagieren kann. Sorry Leute, das schaffe ich zeitlich nicht. Ich muss immer ein bisschen Prioritäten setzen und daher seid mir nicht böse, wenn ich da nicht auf jede Anfrage reagiere. Das würde den Rahmen mehr als sprengen. Die Frage nach der KDI-Bremse der Kleinlokomotiven hingegen trifft einen, so denke ich, großen Bereich. Diese Lokomotiven sind ja nach wie vor im Einsatz, finden sich auch bei Museumseisenbahnen und bei privaten EVUs. Und daher macht es Sinn, hier was zu drehen, zu besprechen, um dieses doch sehr interessante Bremssystem mal zu erklären. Und da steigen wir dann auch gleich ein. Was heißt denn das? KDI-Bremse. Ja, die Knurr-KDI-Bremse ist eine Kombination einer direkten Bremse für das Triebfahrzeug mit der Steuerung der indirekten Bremse des Wagenzuges für einfache Betriebsverhältnisse, insbesondere für Sonderfahrzeuge und Rangierloks auf Nebenbahnen. Das heißt, Kleinlokomotiven fallen genau und unsere KÖF speziell genau in dieses Schema. Was war der Sinn der ganzen Geschichte? Man wollte dem Lokbediener, Lokführer, die Arbeit erleichtern. Er sollte nicht mit unheimlich vielen Ventilen auf dem Führerstand zu tun haben, sondern das Ziel war, die Bedienung dieser Kleinlokomotiven einfach und sicher zu gestalten. Denn wir dürfen nicht vergessen, in vielen Betriebswerken wurden Mitarbeiter darauf kurz ausgebildet. Das waren keine vollwertigen Lokführer. Die durften mit ihrer KÖF im Bahnhofsbereich fahren, durften Rangiertätigkeiten ausführen. Zum Beispiel eine ganz klassische Geschichte war bei uns beim BWS die Wasch-KÖF, das war eine KÖF 3, die nichts anderes zu tun hatte, als die Züge aus dem Bahnhof in die Waschanlage zu schieben und dort mit der entsprechend niedrigen Geschwindigkeit durch die Waschanlage zu bewegen. Das war so eine klassische Geschichte. Natürlich hat die KÖF auch dann schon mal gelegentlich eine Lokomotive umgesetzt, hatte aber auch da in diesem Bereich von der Traktionsleistung her und vor allen Dingen vom Reibwert seine Grenzen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, wo ein KÖF-3-Fahrer versucht hat, sechs Lokomotiven der Baureihe 216 an einem Stück zum Berg zu ziehen und zu wechseln. Und wir haben uns das Schauspiel vom Hallentor angesehen und in Höhe des Rangierleiters WSB 2, da ging es also mächtig, eine Steigung bei Anrichtung Essener Hauptbahnhof, wurde dann die Lokomotive zum Schienenschleifzug. Er kam dann mit seiner Fuhre zurück, hang drei Lokomotiven ab und mit drei Loks hat es dann so gerade funktioniert. Also, da gab es Grenzen, aber, und das bleibt festzuhalten, diese Maschinen waren sehr robust, sehr gut zu handeln und auch unglaublich zuverlässig. Ja, kommen wir zu dem eigentlichen Thema, zur Bremsanlage. Und da habe ich euch zunächst mal die alten, wunderschönen Folien, die sehr einfach gehaltenen Folien aus den DB-Arbeitsmappen der KÖF rauskopiert. Das war ein bisschen schwierig, das auf dem Scanner so ins richtige Format zu bringen, aber wie ihr seht, ist mir das ganz gut gelungen. Deswegen auch diese klassische etwas, ja, gräuliche, gelbliche Papierform dahinter. Das ist also eine Proki-Folie auf einem Papier. Und diese Folien ließen sich übereinander legen. Und mit dem Übereinanderlegen der Folien konnte man also die einzelnen Betriebszustände darstellen. Das war eine sehr schöne Sache. So, was haben wir hier? Wir haben hier erstmal die Druckluftversorgung von der Lokomotive vom Hauptluftbehälter. Das ist die blaue Leitung. Das ist diese hier. Dann gehen wir über ein Rückschlagventil. Rückschlagventil ist ein Richtungsventil, wie beim elektrischen Strom die Diode. Das heißt, die Luft kann nur in Richtung des Falls strömen. Andersherum geht es nicht. Ne? Diese Richtung geht, die andere Richtung geht nicht. Das ist ein Rückschlagventil. Und dann kommt was ganz Wichtiges. Wir müssen den Druck,
der im Hauptluftbehälter wesentlich höher ist, irgendwas so um die 8 Bar in der Regel, müssen wir runtersetzen auf 4 Bar und das macht ein sogenanntes Druckminderventil. Diese druckgeminderte und für uns ja in die richtige Größe gebrachte Luft bringen wir in einen Vorratsluftbehälter, damit wir auch genug Luft haben, um die Bremse anzulegen und zu lösen und das mehrfach hintereinander. So, und dann kommen wir schon zu der Geschichte, die ich angesprochen habe, ein einfaches Ventil auf der Lokomotive mit einfachen Bedienungspunkten sorgt dafür, dass der Lokrangierführer, wie man den heute nennt, oder früher Lokführer oder Köftbediener, denn Köftbediener, glaube ich, war das, was wir immer gesagt haben, genau, Köftbediener, dass der ein einfaches Spiel hat, wenn er die Lok alleine fährt oder Züge oder Wagen rangiert. Ja, wir sind jetzt in der Stellung Abschluss, das heißt, es passiert weiter nichts auf der Bremse. Ihr seht, die Bremszylinder sind ohne Luft. Und jetzt kommt's. Das Ganze hat zusätzlich zu der reinen Lokbremse, also der direkten Bremse, mit der ich aus dem Vorratsluftbehälter direkt die Bremszylinder füllen kann und die Bremszylinder entlüften kann, das ist nämlich die Funktion der direkten Bremse, auch eine Übertragung auf die Hauptluftleitung, auf die indirekte Bremse. Ja, und da ist die Besonderheit. Das heißt, die Luft im Bremszylinder, und das ist der Kern der Geschichte, die Luft im Bremszylinder steuert quasi die Hauptluftleitung. Und ihr seht's, die Köf füllt die Hauptluftleitung über dieses Relaisventil und einen Absperrhahn direkt. Ja, dieses Relaisventil, was ist ein Relais? Bei einem Relais im elektrischen Sinne schaltet man mit einer niedrigen und leistungsschwachen Steuerleistung eine große Leistung. Zum Beispiel, was haben wir da Schönes? Bei einem Auto gibt es viele Relais, zum Beispiel das Relaisanlasser oder sowas, wo ich mit einem kleinen Steuerstrom einen großen Strom schalten kann. So, okay, das ist lufttechnisch bei einem Relaisventil nicht viel anders. Aber hier tritt noch eine Besonderheit ein, und das seht ihr schon, im Relaisventil ändert sich die Farbe der Luft. Das heißt, die hohe Luft oder der hohe Luftdruck vom Hauptluftbehälter wechselt hier in die Größe der Hauptluftleitung. Und wie wir allgemein wissen, ist der Regelbetriebsdruck auf der Hauptluftleitung 5,0 bar, und daher muss hier ein Druckgefälle eintreten im Relaisventil von 8, ich sage jetzt mal, bleiben wir bei 8, das vereinfacht die ganze Geschichte, auf 5 bar. Also um 3 Bar. Und das macht das Relaisventil mechanisch. Das sehen wir uns aber alles noch später genauer an. So, das wäre jetzt die Abschlussstellung. Die Hauptluftleitung ist gefüllt. Ich kann mit der Köf fahren, ich kann den Zug ziehen. Die Bremse des Zuges oder der zu rangierenden Wagen wird gefüllt sein und gelöst. Alles ist gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Irgendwann mal will der Köf-Bediener mit seiner Köf und mit dem angehenden Zug anhalten. Also betätigt er das Bremsventil nach hinten. Und jetzt passiert sofort das Erste. Aus der Luft des Vorratsluftbehälters strömt die Luft in die Bremszylinder. Ihr seht, was passiert. Die Bremszylinder fahren raus, drücken den Bremsklotz ans Rad. Köf hat ja bekanntlich zwei Radsätze, deswegen auch hier zwei Bremszylinder. Und gleichzeitig geht die Luft, die in die Bremszylinder strömt, aber auch hier ins Relaisventil. Und dieses Relaisventil sieht das und reagiert damit, dass es die Hauptluftleitung ins Freie entlüftet. Und was passiert? Neben der direkten Bremse, der Köf legt auch die indirekte Bremse des Zuges an. Warum ist das so wichtig? Ja, weil die Köf eine sehr, sehr niedrige Abbremsung hat. Und die ist nicht in der Lage, mit ihrem Reibungsgewicht lange Züge oder einzelne Wagen zielgerecht abzubremsen. Es gab genaue Vorschriften im Rangierdienst, ab wie viel Tonnen Last am Zughaken die Bremse der Wagen an Luft zu nehmen ist, und die Vergangenheit zeigt durch mehrere schwere Unfälle, wenn man sich daran nicht gehalten hat, dann konnte die Köf zur Todesfalle werden. Das ist tatsächlich so, leider. Also es galt immer, zur sicheren Seite zu gehen und die Wagen, die man rangiert hat oder den Zug, den man bewegt hat, auch an die Luft zu nehmen, wie das im Eisenbahnerdeutsch heißt, und damit dann auch die indirekte Bremse des Zuges zur Verfügung zu haben, der natürlich mit seiner Abbremsung ein ganz anderes Kaliber darstellt und so eine Einheit dann auch sehr schnell und sehr sicher zum Stehen bringt. Gut, jetzt sind wir beim Bremsen und irgendwann müssen wir die Bremse auch mal wieder lösen, und ihr seht jetzt, was passiert.
Beim Lösen entlüftet das Bedienventil, die Bremszylinder, ihr seht es daran, dass die rote Luft dünner wird, und das Relaisventil schaltet wieder um, speist aus dem Hauptluftbehälter die Hauptluftleitung wieder auf. Das heißt, mit dem Lösen der Bremszylinder wird die Hauptluftleitung wieder auf 5 Bar aufgefüllt und die indirekte Bremse des angehenden Zuges löst ebenfalls. Eine Stellung habe ich jetzt hier nicht gezeichnet, das ist die Schnellbremsstellung, aber diese Stellung schauen wir uns dann im Anschluss in der doch etwas präziseren Funktionszeichnung an. Und da sind wir. Diese Zeichnung stammt aus dem hervorragenden Buch Bremskunde für Triebfahrzeugführer, das mittlerweile eine Rarität darstellt und das bei mir in Originalform vorliegt, in einer super Qualität. Und dieses Buch ist nach wie vor, auch heute sogar noch mit modernen Bremssystemen, das Maß der Dinge. Es gibt das gleiche auch nochmal als Pendant, Bremstechnik für Wagenmeister. Da ist dann der Schwerpunkt etwas anders gelegt, da sind dann keine Führerbremsventile zum Beispiel drin. Und diese beiden Bücher zusammen zeigen schon sehr viel über die alte Bremstechnik und sind von einem absoluten Experten geschrieben. Damals hatten die Ingenieure in den Zentralämtern ein unglaublich tiefes Wissen, und geschrieben hat das der berühmte und berüchtigte Dr. Ingenieur Sauthoff. Ja, ich persönlich habe den nur noch am Rande erlebt mit meinen 47 Dienstjahren, und diese Bücher stammen aus den Jahren 72, da bin ich bei der Eisenbahn noch gar nicht gewesen, also sind vor meiner Zeit gemacht worden, aber es sind sehr gute Bücher und die kann man heute noch als Grundlage für die Bremstechnik hervorragend verwenden. So, jetzt präzisieren wir das Ganze mal. Wir kommen hier vom Hauptluftbehälter und geben dem Relaisventil Luft. Das ist das Relaisventil, was wir gerade beschrieben haben. Also hier steht, an dem Ventil sitzt V1 oben Vorratsluft um die 8 Bar zur Verfügung. Zum Druckminderventil geht es über ein Rückschlagventil. Das haben wir ja gerade auch schon gesehen. Und ihr seht jetzt schon, wie das funktioniert. Wenn der Druck von hier kommt, wird der Kolben nach oben gedrückt. Die Luft kann durchströmen. Wird auf der anderen Seite versucht der Druck, hier in die Hauptluftbehälterleitung zu kommen. Und in den Hauptluftbehälter geht das nicht. Warum macht man das? Man will nicht, dass sich irgendetwas erschöpft in diesem System. Das heißt, es geht nur in die Pfeilrichtung. Okay. Jetzt sind wir bei einem Druckminderventil, und dieses Druckminderventil ist hier bei diesen Lokomotiven auf den maximalen zulässigen Bremszylinderdruck eingestellt. Und das war bei den alten Köfs 2,5 Bar. So, erhöhen wir den Bremszylinderdruck, kann es sein, dass die Radsätze blockieren, die Räder blockieren und wir Flachstellen kriegen. Ist der Bremszylinderdruck zu niedrig, dann bremst die Lok nicht ausreichend ab. Das heißt, das wird durch die Konstruktion und ein amtliches Dokument festgelegt, nennt sich Bremsgewichtsanweisungsblatt, ist aber eher was für die Werkstatt und für die tiefgreifenden Techniker bei der Bahn. Aber wir nehmen jetzt einmal die C-Drücke der Köf zur Kenntnis, 2,5 Bar. Und was wir noch in dem Bremsgewichtsanweisungsblatt finden, ist, dass sich die Bremszylinderdrücke an dieser Lokomotive entwickeln. Hier also C-Druck im Bremszylinder innerhalb von 4 bis 6 Sekunden. Bis 95% des Höchstdrucks. Das ist immer so genormt, und das würde bedeuten, wir haben hier bei der Köf grundsätzlich eine schnell wirkende Bremse. Eine Umschaltung zwischen langsam wirkend und schnell wirkend ist nicht möglich. Die Bremse der Köf wirkt für sich immer als P-Bremse schnell wirkend. Definiert ist das mit 4 bis 5 Sekunden normalerweise, 95% C-Druck. Hier sind es 4 bis 6 Sekunden, aber das ist vernachlässigbar. So, dieser druckgeminderte Luftdruck landet jetzt hier in dem Vorratsluftbehälter und steht zur Verfügung. So, jetzt seht ihr das eigentliche Bedienventil, das ist dieses Ventil hier oben, und man kann gut erkennen, welche Stellungen möglich sind. Wir haben hier die Abschlussstellung, da passiert nichts im Bremssystem. Wir haben die Richtung Lösen und wir haben die Richtung Bremsen. Und es ist tatsächlich so, dass hier federbelastet der Hebel in diesen drei Stellungen immer wieder automatisch in die Abschlussstellung springt. Das bedeutet,
Der Lokführer muss, um eine Bedienungshandlung durchzuführen, diese Tätigkeit bewusst ausführen, also entweder zu sich hinziehen, bremsen oder von sich wegdrücken, lösen. Die einzige Ausnahme bildet die Schnellbremsstellung, das ist die letzte hier ganz links, die rastet ein. Weil das eine betriebswichtige Geschichte ist und eine Notbremse. Es kann jetzt zum Beispiel sein, der Lokführer löst eine Schnellbremsung aus und fällt um, weil irgendetwas passiert, eine Flankenfahrt ist oder sowas. Und würde den Hebel loslassen, dann würde der in diese Abschlussstellung springen. Das ist nicht gewollt. Das heißt, diese Schnellbremsstellung ist eine arretierte Stellung und die bleibt behalten, solange bis das wieder manuell in die Abschlussstellung gelegt wird. Gut, also hier haben wir die Funktionen und jetzt schauen wir uns erstmal an, was passiert, wenn wir bremsen wollen. Und dazu müssen wir aufpassen, das ist ganz, ganz wichtig, da vertut man sich schnell, der Drehpunkt des Hebels ist jetzt hier, wo mein Laserpointer ist. Da ist der Drehpunkt. So, das heißt, wenn ich den Hebel in die Stellung Bremsen bewege, dann bewegt sich der Kolben nach rechts. Was passiert jetzt? Hier steht die Druckluft mit 2,5 bar an. Das wissen wir, das Minderventil hat das hier auf 2,5 bar gemindert. Dieser Ventilsitz öffnet sich. Von HB nach C strömt Luft und geht in Richtung Bremszylinder. Damit das alles ein bisschen einfacher ist, ist der Bremszylinder hier nur einmal dargestellt. Da gibt es auch noch einen kleinen Pufferbehälter, um Undichtigkeiten im Bremszylinder aufzufangen. Gewisse Undichtigkeiten gibt es hier noch ein Vorratsvolumen. Und dann war der Konstruktor fertig mit der Geschichte. Aber so ganz einfach ist das ja nicht, denn wir wollen ja auch die Hauptluftleitung in die Bewegung Bremsen bringen. Also geht die C-Luft nicht nur in den Bremszylinder, sondern auch in den Raum hier unten, C. So, und jetzt passiert was Interessantes. Gleichzeitig war schon immer der obere Kolben von unten mit 2,5 bar des HB-Drucks gefüllt. Hier oben liegt der Hauptluftleitungsdruck an. Über die Düse hier geht das auf den oberen Kolben. Zusammen mit der Feder und dem Einstellrad hier unten herrscht Kraftgleichheit. Jetzt in diesem Moment noch. Ich gehe mal davon aus, wir haben noch keinen C-Druck aufgebaut hier, noch herrscht Kraftgleichheit. Und diese Kraftgleichheit und der Druck in der Hauptluftleitung kann mit dieser Schraube und der Federvorspannung hier unten justiert werden. Das heißt, das ist maßgeblich für den Regelbetriebsdruck auf der Abluftleitung, den die KÖF einsteuert. So, jetzt kommt das Gleichgewicht aber ins Kippen. Denn hier unten auf den Kolben kommt C-Luft. Das heißt, die Feder sieht eine viel größere Kraft als vorher und kann die nicht mehr ausgleichen. Ne? Diese Flächenkraft, die hier zukommt auf dem K1-Kolben C, sorgt jetzt dafür, dass die Kraft, die in diese Richtung wirkt, höher ist als die Federkraft. Und jetzt bewegt sich der Kolben nach unten. Die Hauptluftleitungsluft strömt über den Hohlkolben. Der hat sich nämlich hier von diesem Ventilsitz abgehoben. Hier runter. Und da ist eine kleine Bohrung nach Null ins Freie. Das heißt, die Hauptluftleitung entlüftet sich jetzt hier nach Null. Wie lange macht sie das? Das macht sie so lange, bis die Kolbenkraft hier oben auch abgefallen ist. Und die fällt ebenfalls ab, weil hier ist ja eine Düse drin. Und dieser Raum entlüftet sich auch über den Hohlkolben nach Null. Und irgendwann, je nachdem, wie stark die Bremsstufe ist, die der Lokführer hier einsteuert, also wie stark er die Bremse anlegt, ist hier wieder Druckgleichheit und das System geht in die Abschlussstellung wie gezeichnet. Prima. Das heißt, der Hauptluftleitungsdruck bleibt konstant. Es wird weder aus HB nachgespeist, noch wird weiter entlüftet. Die Hauptluftleitung ist angelegt. Okay. Das haben wir jetzt schon mal gesehen, wie dieses Relaisventil das Bremsen der Lokomotive selber, also das Wirken der direkten Bremse, umsetzt. Gut, was ich noch vergessen hatte gerade, und das ist wichtig, in dem Moment, wo hier
von der Hauptluftbehälterleitungsluftstrich, also von den 2,5 bar Luft überströmt, wird dieses Ventil hier oben geschlossen. Das heißt, diese Platte drückt sich nach oben und macht die Nullbohrung zu. Wenn allerdings die Bremse nicht angelegt ist und das Ventil in der Abschlussstellung ist, dann ist der Bremszylinder C immer über eine ganz feine Düse. Seht ihr das hier in der Platte? Da ist eine ganz feine Bohrung drin. Und über diese ganz feine Düse ist der Bremszylinder nach Null entlüftet. Das ist eine ganz wichtige Funktion aller Druckluftbremsen. Im Abschlusszustand bei gelöster Bremse muss der Raum des Bremszylinders mit der freien Luft verbunden sein. Wäre das nämlich nicht der Fall, könnte Folgendes passieren. Ihr habt hier durch einen schlechten Ventilsitz eine Undichtigkeit und es strömt Luft ganz langsam aus dem Raum HB' nach C. Dann würde sich hier ein Druck aufbauen und die Bremse selbsttätig anlegen. Das funktioniert aber in dem Fall nicht, weil hier oben über diese Entlüftungsbohrung dieser Raum immer mit der freien Luft verbunden ist und sich schleichende Drücke durch Undichtigkeiten nicht aufbauen können. So, kommen wir in die andere Richtung. Wir stellen jetzt fest, wir haben den Zielpunkt der Bremsung erreicht und gehen in die Stellung lösen. Was passiert jetzt? Der Hebel geht nach hier und der Kolben geht nach links. Gerade ging er nach rechts, jetzt geht er nach links. Was passiert jetzt? Jetzt wird es interessant. Der Kolben hebt sich von der Platte hier ab, wandert nach links und der Raum C kann über den Hohlkolben hier nach 0 abfließen. Das heißt, die Bremse löst. Das bedeutet, der C-Druck sinkt. Was passiert am Relaisventil? Auch hier in dem Raum vor dem Kolben K1 sinkt der Druck ab. Das ist klar. Und jetzt passiert Folgendes. Die Hauptluftleitung hier ist ja abgesenkt. Das heißt, die Gegenkraft verschwindet immer mehr. Der Kolben drückt nach oben und holt sich aus der Hauptluftbehälterleitung oder aus dem Hauptluftbehälter die Luft und füllt die Hauptluftleitung wieder auf, so lange, bis wieder Druckgleichheit herrscht. Das heißt, auch beim Lösen setzt das Relaisventil den Befehl linear auf die Hauptluftleitung an und holt sich die Luft von hier oben über den geöffneten Ventilsitz V1, lässt den Nachström in die HL, der Raum vor dem Kolben K füllt sich auch wieder und das Ganze läuft so lange, bis hier wieder Gleichgewicht herrscht. Wir haben also hier ein klassisches Dreidruckventil, wie beim Steuerventil. Das Einlassventil und das Auslassventil sind geschlossen. Druck, Abschlussstellung. Jetzt die Frage, ist das denn so clever, sogar Undichtigkeiten in der Hauptluftleitung auszugleichen? Ja, so clever ist das Ding. Jetzt stellt euch mal vor, durch eine Undichtigkeit im Zug fällt die Hauptluftleitung ab. Dann fällt auch der Druck hier in der Kammer ab und am Kolben K die Kraft. Der Kolben schiebt nach oben und füllt aus dem Hauptluftbehälter die Luft, die verloren gegangen ist, in der Hauptluftleitung nach. Also ein selbsttätiges Nachspeisen. Gut. Was bleibt noch? Die Schnellbremsstellung. Und die ist hochinteressant. Ich reiße den Hebel in einer Notsituation ganz nach hinten. Wir wissen, der rastet ein. Und das seht ihr hier an dem Stift. Der ist federbelastet. Der rastet hinter der Klinke hier ein. Und was macht der Hebel an der Seite? Drückt dieses Stößelventil. Das geht also nach rechts. Und der Raum HB', der hier drin ist, wird direkt nach Null entlüftet. Was passiert jetzt hier unten am Relaisventil? Der Raum HB wird entlüftet. Damit hat die Hauptluftleitung eine viel größere Luft, eine viel größere Kraft, weil der Raum HB entlüftet ist. Zusätzlich kommt noch dazu, dass ja mit der Schnellbremsung auch direkt aus HB-C Luft aufgebaut wird. Die Bremse der Köff legt ja auch an. Und das heißt, hier strömt auch stark C ein. Die Folge davon ist, dass der Kolben mit hoher Kraft nach unten gezogen wird.
durch den C-Druck in erster Linie und sich die Hauptluftleitung vollständig nach Null entlüften kann. Was gibt's hier für einen riesen Pferdefuß? Ja, das ist leider so, dass dann auch ständig der Vorratsluftteil hier aus dem Vorratsluftbehälter über die Düse und den Raum hier abgesaugt wird und sich der Vorratsluftbehälter, der Köff, entleert. Das heißt, nach einer Schnellbremsung braucht man erst wieder eine gewisse Zeit, um die Bremse zu füllen und den Vorratsluftbehälter zu füllen. Das ist ein kleiner Nachteil der KDI-Bremse, aber ansonsten ist das Ganze unglaublich clever konstruiert und eine wunderbare Bedienungsvereinfachung für den Köff-Bediener. Gut, lasst das mal sacken. Wenn ihr es noch nicht verstanden habt, dann müsst ihr das wiederholen. Das ist schon sehr, sehr viel Tobak jetzt in der kurzen Zeit. Aber ich denke, viel einfacher kann man es kaum noch erklären. So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal im Zusammenhang an. Erstmal müssen wir ja auf der Köff Luft erzeugen und das Problem ist, dass der Luftpresser permanent angetrieben wird über einen Riemen und immer mitläuft. So, der Luftpresser, wir haben uns das ja angeguckt in dem Video davor, arbeitet jetzt über einen Ölabscheider auf den Hauptluftbehälter, der pumpt den hier raus, da oben ist ein Sicherheitsventil, wenn der Druck zu stark ansteigen würde, bläst das ab. Und der Ölabscheider hat die Aufgabe, Kondensat und Öl abzuscheiden, die aus dem Luftpresser kommen, da haben wir darüber gesprochen. Und ab und zu muss der Lokführer das oder die Werkstatt mit dem Eimer, der darunter gestellt ist, ablassen. So, das Besondere ist jetzt, dass wir hier einen Leerlaufregler und ein Leerlaufventil haben. Das heißt, wird der Abschaltdruck in der Anlage erreicht, dann pumpt der Luftpresser quasi nicht mehr auf den Hauptluftbehälter. Ihr seht, das ist hier ein Rückschlagventil, das hat eine ganz wichtige Funktion, sondern der Luftpresser pumpt ins Freie, das Leerlaufventil öffnet und das pumpt ins Freie. Und wann das geschieht, wann das ein- und ausgeschaltet wird, übernimmt der Leerlaufregler hier. So, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Die Lok pumpt und die kommt auf 10 Bar. Der Leerlaufregler öffnet, steuert das Leerlaufventil an und das Leerlaufventil lässt die überschüssige Luft hier ins Freie. Das heißt, der Kolbentrieb läuft immer mit. Einmal arbeitet er auf das System und einmal läuft er auf Leerlauf, auf Bypass und arbeitet in die freie Luft. Wenn wir das Ganze jetzt ohne Rückschlagventil hier am Hauptluftbehälter machen würden, dann würde sich der Hauptluftbehälter in der Leerlaufschaltung entlüften. Das ist natürlich nicht gut und deswegen ist hier ein Rückschlagventil drin. Das heißt, die Luft kann in diese Richtung fließen, aber niemals in diese Richtung. Bedeutet aber auch, wenn das System in den Leerlauf geht, die Luft im Hauptluftbehälter bleibt erhalten. So, dann haben wir hier einen Manometer für den Hauptluftleitungsbehälterdruck, für den Hauptbehälterleitungsdruck und wir haben auch noch fürs Makrofon einen Abzweig, denn das geht ja auch mit Druckluft. Und das andere, das kennen wir. Wir haben jetzt hier wieder das Rückschlagventil, das Druckminderventil, den Vorratsluftbehälter, die beiden Führerbremsventile und jetzt kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ins Spiel. Ich brauche bei dieser Lokomotive die Führerbremsventile nicht abschließen. Dadurch, dass die federbelastet immer in die Abschlussstellung gehen, kann ich von der linken zur rechten Seite wechseln und umgekehrt und die Bremse immer sofort betätigen. Ihr seht das, die arbeiten mit ihrer C-Luft beide parallel auf den Strang. Das geht einmal ans Relaisventil, einmal direkt an die Bremszylinder. Für den Bremszylinder gibt es auch noch einen Manometer. Es gibt natürlich auch einen Manometer für die Hauptluftleitung, ganz klar. Und wir haben hier das Relaisventil, was wir gerade im Detail besprochen haben, in der Anordnung. Was muss ich natürlich haben? Einen sogenannten Abschlepphahn. Und das ist das, was das System nicht kann. Bei einer Streckenlokomotive ist es entweder durch den Knochen oder durch den Bremsschlüssel sichergestellt, dass bei abgerüsteter Lok, geschleppter Lok, die Hauptluftleitung vom Relaisventil des Führerbremsventils entkoppelt ist. Diese Funktion gibt es hier nicht. Das heißt, wir müssen hier, wenn wir schleppen, diesen Absperrhahn händisch schließen, um schleppen zu können. Das heißt, nicht, dass uns dieses Relaisventil mitten während der Fahrt auf einmal die Hauptluftleitung absenkt oder Luft nachspeist und unserer Bremsanforderung entgegenwirkt. Das ist das, was wir nicht wollen. Deswegen Abschlepphahn beim Abschleppen einer Köff muss der geschlossen werden, sonst haben wir eventuell ein Problem. Ganz zum Schluss noch was, unabhängig davon, was auch immer hier die ganze Technik macht,
hat der Lokführer noch ein Notbremsventil, mit dem er jetzt in jedem Fall die Hauptluftleitung erlüften kann in einer Notsituation und das auch unabhängig davon arbeitet, ob der Abschlepphahn geschlossen oder geöffnet ist. Ja, zum Abschluss dieses kurzen Ausflugs in die KDI-Bremse. Ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht, bestimmt 20 Jahre. Köfer habe ich mal vor 20 Jahren geschult. Aber man merkt, die Erinnerung kommt auch relativ schnell wieder, wenn man sich die Zeichnung anguckt. Diese hervorragenden Folien stammen aus einer Arbeitsmappe. Wie heißt das noch? Ich muss die mal eben holen. Die Arbeitsmappen hatten damals eine Bezeichnung, eine Folienmappe, wo die gesamte Technik der KÖF dargestellt ist. Und diese Mappe heißt hier Arbeitstransparente Kleinlokomotivenbaureihe 322 bis 324 und 332 bis 333. Und das war damals herausgegeben vom Bundesbahnsozialamt, Forschungs- und Versuchscenter für das betriebliche Bildungswesen. Es war genummert, das konnte man bestellen, das waren hervorragende Unterrichtsmaterialien. Und man brauchte nur einen Folienschreiber und keine Software. Man hat die Folien aufgelegt und damit klappte der Unterricht auch wunderbar. Und gerade diese doch sehr schönen bunten Zeichnungen, wo man die einzelnen Drücke an den Farben erkennen kann, sind doch in der Lehre und in der Ausbildung hervorragend gewesen. Das muss ich wirklich so sagen. Okay, so, wir haben draußen richtiges Aprilwetter. Ich habe jetzt Hunger, jetzt mache ich Mittagessen. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, das war soweit transparent, dass es gut rübergekommen ist. Bei Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung, wenn es meine Zeit erlaubt. Das ist immer die Einschränkung dabei. Schönen Sonntagmorgen. Und wenn wir es, ich denke mal, vor Ostern kommt kein neues Video mehr. Schöne Ostertage, erholt euch gut, genießt die 4 Tage und guckt viele meiner Videos. Ja, genau. Bis dahin. Tschüss.